Ja. Danke, Cecilia. Ja, ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann. Das ist ein bisschen komisch hier mit dem Kopfhörer, weil ich euch nicht höre. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise, die, ich sag mal, vor 150 Jahren begonnen hat. 1873, da gab es einen russischen Schriftsteller, Leo Tolstoi. Der hat ein Buch geschrieben, Anna Karenina. Da gibt es einen Satz drin, der geht ungefähr so. Alle glücklichen Familien sind irgendwie gleich. Die unglücklichen Familien sind jeder auf ihre eigene Weise anders. Was hat das jetzt mit Mitarbeiter-Apps zu tun? Als ich gestern hier auf die Voices gekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist eine Familie von Kommunikatoren. Wir sprechen miteinander, wir haben Themen, die uns beschäftigen. Wie geht es mit unserem Job weiter? Was macht künstliche Intelligenz mit uns? Wie werden wir in Zukunft auf Krisensituationen reagieren? Was haben wir aus Corona gelernt? Wir sind eine Familie. Und die Klammer, die wir heute haben, ist Stuffbase. Und ich nehme euch jetzt ein Stück weiter mit auf dieser Zeitreise. Wir springen jetzt 6 Jahre zurück, 2015, die Gründung von Stuffbase. Ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht, wie es bei den Kollegen in ihren ersten Büros aussah und wie jung die damals auch noch waren. Also ich weiß gar nicht, ob der Lutz Gerlach jetzt noch so viele Haare hat wie damals. Ich weiß es nicht, aber es war eine spannende Zeit. Ich hatte das große Glück, eine der ersten Apps mitbetreuen und mit auf den Markt bringen zu können. Ich schreibe hier A Long and Winding Road. Das ist deswegen, weil es auch nicht immer einfach war und weil wir viele Herausforderungen hatten. Es gab auch eine Voices. Sophia, du hast es gerade gesagt. Die erste Voices war 2017. Das ist das Bild von damals. Ich frage mal rum, wer war dabei? Hände hoch. Eins. Markus, du warst auch dabei. Zwei. Ein paar sind noch dabei. Wir sind größer geworden. 2018 war es dann schon Stuffbase Summit. Hieß auch noch nicht so richtig Voices. Und jetzt springe ich in der Zeitreise noch ein bisschen weiter. Ich habe dann das Glück gehabt, auch noch eine zweite und eine dritte App auf den Weg bringen zu können. In unterschiedlichen Kulturen und in unterschiedlichen Unternehmen. Das war erstmal eine Herausforderung und dann kam Corona. So, was macht das jetzt mit uns? Familie, wie können wir bessere Kommunikatoren werden? Ich rede jetzt über die Vergangenheit. Ist das alles jetzt alte Geschichte? Haben wir etwas, wo wir uns zurückerinnern und sagen, das war schön, oder ist das relevant heute noch? Ich glaube, es ist relevant. Ich glaube, wenn wir zurückschauen, wie sich die Mitarbeiter-Apps entwickelt haben in den letzten 6 Jahren. Wenn wir zurückschauen, was wir gemeinsam gesehen haben und was wir auf den Weg gebracht haben, dann sehen wir da einige Learnings. Und ich habe deswegen mir für heute vorgenommen, einfach mal über 3 Mitarbeiter-Apps zu sprechen. Und zwar über die 3 Mitarbeiter-Apps, die ich betreuen durfte, für die ich arbeiten durfte. Und das Ganze möchte ich gerne ein bisschen neutraler machen. Also über eine rote App möchte ich sprechen, eine blaue und eine grüne. Ist völlig egal, welches Unternehmen, 3 unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Zielsetzungen. Ich möchte euch die Apps vorstellen, was die Features waren, was gut war, was schlecht war und dann vielleicht einfach mal schauen, was von diesen Sachen, die wir in der Vergangenheit gelernt haben, ist noch relevant. Fangen wir mit der roten App an. Der Hintergrund, warum es diese App gab, war, wir brauchen ein neues Intranet. Das alte Intranet funktioniert nicht mehr, wir brauchen ein neues. Der eigentliche Grund, und es gibt ja immer hinter jedem Projekt auch den eigentlichen Grund, der war, die IT war nicht schnell genug, um das Intranet auf den Weg zu bringen, also hat man etwas von Stuffbase genommen. Der Sponsor dieser App war tatsächlich die Unternehmenskommunikation, die das getrieben hat und gesagt hat, wir brauchen diese Plattform. Und das Setup, ich möchte auch ganz gerne so ein bisschen über die Setups der Apps sprechen, war tatsächlich vom Start weg ab, was ich Bottom-Ups-Kommunikation nenne. Das heißt, sehr viel Inhalte auf die einzelnen Bereiche, auf die einzelnen Abteilungen zu übermitteln und die Kollegen zu enablen, selber diese Inhalte zu veröffentlichen und eben ein volles Intranet abzubilden. Das war das Setup und natürlich hat jede App auch ein Killer-Feature, also irgendetwas, was sie gerade ausgezeichnet hat, was gut ankommt. Und ich würde bei dieser App sagen, Department Pages, also eben die Beiträge, die die einzelnen Fachabteilungen leisten, das ist wirklich das, im Zusammenhang mit einem Wissensmanagement, das ist wirklich der Faktor gewesen,
der diese App zum Erfolg geführt hat oder auch noch immer führt. Also alle die drei Apps, über die ich heute spreche, gibt es wirklich. Die sind alle auch noch live, sind alle Stuffbase-Apps. Und hier wirklich das Erfolgsprinzip, viele Menschen enablen, um Kommunikation wirklich in die breite Masse zu bringen. Nach Rot kommt Blau. Der Hintergrund der blauen App war Kulturwandel. Ein Unternehmen, das sich selber einen neuen Purpose gibt, was in einem Umbruch steht, was Digitalisierung greifbar und erlebbar machen will, gegenüber den Kunden und auch gegenüber den Mitarbeitern. Wenn ich Digitalisierung machen will, dann reicht ein Mitarbeitermagazin nicht mehr. Und das war dann auch der wirkliche, eigentliche Grund, warum die App eingeführt wurde, weil man gesagt hat, das reicht einfach nicht. Das Mitarbeitermagazin kommt zu selten. Ich habe keinen Feedback-Kanal. Es ist einfach für die Anforderungen, die wir in der modernen Zeit haben, ist es einfach nicht ausreichend. Sponsor war der Chief Digital Officer. Das heißt, hier war nicht die Unternehmenskommunikation der Antreiber, sondern es war der CDO. Und das Setup, diese App, ist die älteste von den dreien, über die ich spreche, war ein bisschen anders als bei der roten. Wir sind nämlich mit Top-Down-Kommunikation gestartet. Also wir haben im Prinzip die Mitarbeiterzeitschrift genommen, haben die in die App gepackt und sind dann halt in den Bereich Frontdoor, Intranet, Bottom-Ups-Kommunikation gegangen. Das Killer-Feature bei dieser App war ja eigentlich das erste, ein Zeitnachweis. Die Möglichkeit, dass Blue-Collar-Worker einfach mal schauen können, wie viele Überstunden habe ich. Eine Möglichkeit, diese ohne PC zugänglich haben. Und auch die Möglichkeit, Kleinanzeigen aufzugeben. Also das, was viele sicherlich auch in den Apps, die ihr nutzt, mit Erfolg machen. Also Winterreifen zu verkaufen. Spannend bei der blauen App war, dass tatsächlich relativ schnell dieser Content in der Menge wesentlich mehr war, als das, was redaktionell gepusht wurde. Also für mich ganz klar Killer-Feature und eigentlich auch ein Fingerzeig in Richtung Bottom-Up-Kommunikation. Aber der Start hier tatsächlich Top-Down. Und dann die grüne App. Der Hintergrund war hier ein Unternehmen in der Restrukturierung, ein Effizienzprogramm. Dass man also sagt, wir müssen uns zukunftssicher aufstellen, wir müssen neue Geschäftsmodelle erschließen, wir müssen auch ein bisschen umbauen und wir brauchen Kommunikation. Und auch da der eigentliche Hintergrund und die eigentliche Entscheidung für die Mitarbeiter-App war, das Mitarbeitermagazin, die gedruckte Form, funktioniert einfach nicht mehr. Sponsor in diesem Fall der CEO. Und auch hier sind wir mit einer Top-Down-Kommunikation gestartet, weil man aus dem Schriftlichen kam. Man ist dann in die Interaktivität gegangen, also hat sehr, sehr stark in Richtung Gamification gearbeitet, sehr, sehr stark in Richtung Kommentare. Dann gab es eine Laufaktion, dass Mitarbeiter über die Mitarbeiter-App für einen guten Zweck laufen konnten, konnten ihre Kilometer eintragen. Das wurde dann hochgerechnet. Es gab eine entsprechende Spende. Und das Killer-Feature tatsächlich, interessanterweise aus meiner Sicht, in dieser App war das C-Level-Broadcast, weil wir dort Videobotschaften aufgenommen haben und sie veröffentlicht haben. Also Videobotschaften nicht als Live-Sendung, sondern wirklich als Aufzeichnung. Und weil es in dieser Umstrukturierung dem Unternehmen gut getan hat, diese Möglichkeit des reflektierenden Zuhörens zu haben. Also es war keine Interaktion drin, aber es war wirklich wichtig, das immer wieder anschauen zu können und auch diesen Verlauf zu haben. Und aufbauend auf dieses C-Level-Thema auch ein sogenannter Company-Dashboard, das also wichtigste Zahlen, Produktionszahlen, Umsatzzahlen, Ziele monatlich veröffentlicht wurden. Das war, glaube ich, aus meiner Sicht das Thema, was diese App zum Erfolg gemacht hat. Drei Apps, alle drei laufen noch, alle drei sind erfolgreich. Und ich würde jetzt gerne mal mit euch drauf schauen, was so die Sachen sind, die wirklich bei allen drei Apps gut gelaufen sind. Was war wirklich gut? Und da habe ich euch mal ein paar Stichpunkte mitgebracht. Ich bin dann auch nachher sehr auf eure Fragen gespannt. Also fangen wir erstmal mit Stuffbase an. Vielen Dank an euch. Die Launch Phase, also der Start der App, der hat bei allen drei Plattformen wunderbar funktioniert. Die Begleitung, der technische Support, können wir einen dicken Haken hintermachen. Auch das ganze Thema News, also die Sachen, die von Anfang an seit 6 Jahren in Stuffbase drin sind, Nachrichten, statische Seiten, die haben von Anfang an super funktioniert. Das war etwas, was einfach eine Bank war. Daraus ergibt sich White Collar Adoption Rate, also die Nutzung der Plattform bei Mitarbeitern, die einen Bildschirmarbeitsplatz haben. Analytics, wo ist Dada? Dada, bist du da? Wir haben, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren die ersten Analytics-Tests gemacht. Und das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das auch ein Feature ist, was uns Kommunikatoren hilft. Dass sie einfach schauen kann, nicht nur wie viele Klicks habe ich oder wie viele Likes, sondern dass sie ein bisschen tiefer reinschauen kann. Wo kommen die Klicks her? Wie ist die Journey, die da durchlaufen wird? Machen wir auch einen dicken Haken hinter. Data Protection.
Also Datenschutzrecht, DGSVO, auch da super Unterstützung von Staffbase. Und zum Schluss das Thema, ich habe es Multi-Language Support genannt, in Unternehmen, die halt eben mehrsprachig unterwegs sind. Das hat von Anfang an sehr, sehr gut geklappt. Und ich würde auch sagen, die automatische Übersetzungsfunktion hilft. Ich weiß von vielen Fällen, gerade wenn es Sprachen sind, die man nicht so selber beherrscht, nicht so häufig sind. Markus, wir haben uns mal über den Kontext Logistik unterhalten, um zu schauen, ein LKW-Fahrer, das sind ja nicht unbedingt immer die Sprachen, die wir dann vielleicht alle sprechen. Da hilft dann auch so ein automatisches Übersetzungstool. Das hat alles ganz gut geklappt. Jetzt würde ich dann vielleicht auf die Sachen eingehen, wo es ein bisschen Unterstützung gebraucht hat. Ich fange mit dem schwierigsten Punkt an, C-Level-Support. Am Ende des Tages wird so eine Plattform, egal ob ich sie als Intranet nutze oder als App, immer nur so gut sein wie die Unterstützung des C-Levels. Das kann man nicht gegen das Management machen. Und ich glaube, diese Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Investition in so eine Plattform wichtig ist, ich glaube, das ist eine Sache, die läuft schon gut, aber da dürfen wir immer noch weiter dran arbeiten. Lokale Kanäle, ganz wichtig. Ich muss die App runterskalieren können, damit ich die Relevanz schaffe. Aber die Frage ist halt, wie kriege ich diese Apps dann auch nachhaltig ans Laufen, dass ich sie nicht nur starte, sondern dass sie auch kontinuierlich redaktionell bespielt werden. Das ist eine Herausforderung. Das funktioniert mit sehr viel Aufwand, ist aber kein Selbstläufer. Integration ist klar, ist ein technisches Thema. Wenn ich andere Tools nutze, wie binde ich sie an? Wie kann ich da eine nahtlose User Experience gewährleisten? Journeys. Ich weiß nicht, wer von euch nutzt Journeys in der App? Mal einmal die Hand hoch. Eins. Nicht so viele. Also die Journey ist eine gute Idee, aber sie ist noch nicht wirklich in dieser breiten Masse angekommen. Da ist noch ein bisschen Hilfe nötig. Und das Letzte ist halt das Thema User Comments. Der Martin Böhringer hat 2018 auf der Voices über die Dunbar-Grenze gesprochen. Das ist die Anzahl der sozialen Kontakte, die man sich im Kopf abspeichern kann, wo man neben dem Namen noch das Alter, das Hobby weiß. Oder wenn ich in einer Firma bin, wie groß darf die Firma sein, dass ich noch jeden Kollegen mit Namen kenne. Die liegt ungefähr bei 150 für alle Menschen. Und was wir sehen, ist einfach, dass sobald ich in Gruppen kommuniziere, die unter 150 sind, ist es leicht zu kommentieren. Man kennt sich, da ist die Hemmschwelle nicht so groß. Sobald ich in eine große Gruppe gehe mit 1.500, mit 3.000 oder mit 14.500 potenziellen Leserinnen, Usern, wird es schwieriger, da ist die Hemmschwelle größer. Also auch da ist Hilfe nötig. Dann komme ich natürlich zum letzten Punkt, was nicht so schön ist. Ich fange mal mit China und Russland an. Das ist nicht nur politisch ein Thema, sondern halt eben auch, wenn ich eine App dort einführen will, ist das eben auch ein technisches und ein legislatives Thema. Das heißt also, wie kann ich eine App in Russland nutzen, wenn ich sie immer auf einen russischen Server bringen muss? Das stellt Kommunikatoren vor Herausforderungen, die sich im Moment aus den gegebenen politischen Umständen vielleicht auch nicht mehr stellen, aber zumindest war es in der Vergangenheit so. Und bei China ist es ein kulturelles Thema, da habe ich Plattformen wie WeChat, die so stark und so mächtig sind, dass ich vielleicht nie den Druck auf eine Mitarbeiter-App bekomme, den ich gerne hätte. Ich finde, Interaktion in großen Gruppen ist immer noch eine Herausforderung, Dunbar-Zahl, Kollegen zu motivieren und ihnen die Angst zu nehmen, zu sprechen, wenn vielleicht 5.000 Leute zuhören. Externe Zielgruppen, also all das, was Staffbase in dieser öffentlichen App macht, ist auch schwierig, finde ich. Und dann das Thema Betriebsrat, Datenschutz in Richtung Freigabeprozesse. Was hilft mir? Eine tolle Mitarbeiter-App, wo ich jeden Tag tolle Umfragen machen kann, wenn ich mir jede Umfrage vom Betriebsrat freigeben muss. Das ist einfach ein Hemmschuh. Das ist auch nicht, wenn ich sage, still a challenge, etwas, was an unserer Arbeit vielleicht liegt, sondern sind die Rahmenbedingungen, die wir haben. Das ist auch nichts, was Staffbase ändern kann. Aber es ist zumindest ein Knackpunkt, wo aus meiner Meinung nach es sinnvoll ist, mal dran zu arbeiten und wenn es geht, darüber nachzudenken, wie kann ich einen Betriebsrat einbinden, dass er stärker die Plattform nutzt und das auch versteht, dass eine Umfrage, wenn sie eben nicht zur Leistungskontrolle und nicht zur Anwesenheitskontrolle dient, eben einfach auch einen Mehrwert stiftet. In unterschiedlichen Industrien, in unterschiedlichen Apps ist das unterschiedlich ausgeprägt. Ich finde es immer noch schwierig. Und der größte Punkt, und da muss ich leider sagen, da hat sich seit 2015 nichts dran geändert, die Kollegen ohne Bildschirmarbeitsplatz zu aktivieren,
zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass die Kollegen das wirklich jeden Tag nutzen. Wir haben hier viele Vorträge gehört, auch in der Vergangenheit. Wir reden über Gamification, wir reden über Bottom-up. Das ist alles richtig und das ist alles gut, aber das, die Herausforderung bleibt. Es ist immer noch eine Argumentation, warum soll ich als Staplerfahrer, als Mitarbeiter am Produktionsband, warum soll ich die App nutzen? Wir haben das bei der blauen App gesehen, der Zeitnachweis. Okay, da habe ich einen konkreten Benefit. Aber wenn ich das wegnehme und komme von unseren Kommunikationsinhalten, bleibt es nach wie vor schwierig, ist nach wie vor eine Herausforderung. Das ist so das, was ich so erlebt habe in den vergangenen 6 Jahren als Staffbase-Kunde. Und die spannende Frage ist natürlich, jetzt das erzählt er, das ist alles schön, aber was würde ich anders machen? Und da schauen wir uns doch einfach die 3 Apps nochmal an. Was ich anders machen würde, was die rote App betrifft, ich muss hier ein bisschen drüber gehen, das muss ich ablesen, ich muss das spicken. Ich würde in der roten App tatsächlich ein bisschen mehr Top-Down machen. Der Ansatz, vom Bottom abzukommen, die Mitarbeiter zu enablen, alles ist richtig und wichtig, aber ich glaube einfach, dass ein gutes Video, ein guter Post von der Unternehmenskommunikation, schön beschrieben, elegant übersetzt, toll bebildert, ist immer noch ein super Mehrwert. Ich kriege nicht die letzte Qualitätsstufe hin, wenn ich alle Mitarbeiter enable und sage, okay, eure Plattform macht mal, das ist alles schön, aber ich hätte gerne diese Sahnehaube obendrauf. Ich glaube auch, dass wir uns die Zielgruppen in der roten App, dass man sich die nochmal anschauen muss. Also was ist die interne Zielgruppe, was ist die externe Zielgruppe? Wie kriege ich das ausgesteuert, auch in Richtung, dass ich vielleicht Zielgruppen anspreche, die nicht Mitarbeiter des Unternehmens sind, aber vielleicht Geschäftspartner oder ehemalige Alumni, Rentner. Also da nochmal wirklich zu schauen, welche Inhalte für welche Zielgruppe. Und mir wäre in der roten App sehr wichtig, mehr mobile Nutzung. Ich glaube auch da wieder, richtig erfolgreich können wir nur werden mit unseren Plattformen, wenn wir uns nicht auf das Intranet, sondern auf beides konzentrieren und sagen, wir müssen mobil stärker noch achten, gerade in den Unternehmen, die vielleicht auch eine starke White-Collar-Rate haben. Wenn ich in der Bank arbeite, da sind wenig Menschen ohne PC-Zugang. Und dennoch, glaube ich, ist wichtig, dass wir diese mobile oder das Mobile-First noch stärker machen sollten in der roten App. Und dann wäre es mir wichtig, C-Level-Participation, also der Vorstand, die Geschäftsführung, die muss sichtbar werden. Wenn sie nicht sichtbar ist, wenn sie nicht sichtbar auch mit Beiträgen dahinter steht, mit Kommentaren, mit Likes, auch dann werde ich den letzten Sprung nie machen. Jetzt zur blauen App. Das war die, die vom Chief Digital Officer angestoßen wurde. Ich glaube, hier würde ich, wenn ich das Projekt nochmal machen würde, am Anfang mehr auf die Interaktivität gehen und nicht nur eine Mitarbeiterzeitschrift digitalisieren und dann Kommentare einfordern, sondern ich würde versuchen, diese interaktiven Formate von Anfang an stärker zu bringen. Und ich würde auch nicht um jeden Preis in jeder Landesgesellschaft, in jeder Sprache, am Ende waren es, glaube ich, 8 Sprachen und 50 Landesgesellschaften von China bis England, ich würde das langsamer machen und lieber versuchen, weniger und dafür nachhaltiger zu machen. Denn es hilft mir nichts, wenn ich überall anfange, irgendwelche lokalen Kanäle zu bespielen und dann bricht das nachher weg, weil ich es nicht im Team treiben kann. Und man sollte auch nicht dem Fehler verfallen und dem bin ich verfallen, diesen Hammer- und Nagel-Approach zu nehmen. Das heißt, wenn ich nur einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel. Wenn ich nur Staffbase habe, dann will ich alles, was ich in der Kommunikation intern machen will, versuchen mit Staffbase zu lösen. Das geht nicht und Entschuldigung an Staffbase, dafür ist Staffbase auch nicht da. Es gibt andere Kanäle. Eine Mitarbeiterzeitung hat immer noch Relevanz. Ein Intranet außerhalb von Staffbase hat Relevanz. Vielleicht auch Digital Signage. Also da gibt es viele Themen und man sollte nicht versuchen, alles mit einer Plattform abzufrühstücken und man sollte auch meiner Meinung nach nicht ein Feature nutzen, nur weil es das gibt. Auch das aus der Vergangenheit mit Staffbase. Staffbase hat einen Adventskalender irgendwann mal eingeführt. Ich glaube, mit den Kollegen von MMS zusammen. Natürlich, das haben wir sofort gemacht. Der war noch halb im Beta und irgendwo war ein Bug drin und irgendwelche Punkte wurden nicht richtig zusammengezogen. Einfach gemacht, das ist auch schön. Aber wenn ich so viele Features habe, überfordere ich irgendwann auch meine Nutzer. Und da ein bisschen zu gucken, mach's ein bisschen langsamer, baue es kontinuierlich auf. Das wäre das Learning aus der blauen App. Und dann die grüne. Ich habe es eben schon gesagt. Strive for a higher blue-collar adoption rate. Also versuchen wirklich, die Mitarbeiter auf dem Shopfloor anzusprechen.
Vielleicht muss man auch als Kommunikator öfter dorthin gehen. Ich weiß nicht, wer das von euch regelmäßig macht, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, nicht nur an irgendwelche Führungskräfte das dann weiterzugeben und zu sagen, macht das mal in eurem Standort, in eurem Werk, sondern wirklich hinzugehen, vielleicht eine Sprechstunde zu machen und zu sagen, wir sind jeden Mittwoch in dem Standort XY und wir sind in der Produktion, sind für euch da. Ich glaube, das kann eine Lösung sein. Ich würde bei der grünen App auch weggehen von den Videorecordings. Da gab es damals Gründe dafür, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, ein Livestream und die Möglichkeit dann, vielleicht über Slido oder über andere Möglichkeiten, Fragen zu stellen und zu beantworten. Ich glaube, das ist zeitgemäßer. Und ich glaube, genauso wie ein Mitarbeitermagazin jetzt ein bisschen antiquiert ist, ist auch dieses Format, ich mache eine fertige Dose, ich sende sie und dann bitte ich um Feedback. Ich glaube, das ist mittlerweile veraltet. Ich würde von Anfang an auf die Interaktion gehen. Und der letzte Punkt bei der grünen App, ich würde ein bisschen den Nachrichtenanteil zurücknehmen. Auch das ist der Punkt, wieder bei der blauen App, da hatten wir über den Zeitnachweis gesprochen. Ein bisschen gucken, was braucht der Mitarbeiter, welche Benefits, habe ich da die Möglichkeit, ein Zeitkonto einzubauen? Gibt es eine Möglichkeit, eine Essensbestellung in der Kantine zu machen? Also Dinge, die nicht wirklich nachrichtlich sind, sondern die mehr einen Mehrwert für die Nutzer bieten. Das wäre so die Erfahrung aus 6 Jahren. Drei unterschiedliche Apps. Und wenn ich das jetzt versuchen soll, zusammenzuführen, ich habe ja am Anfang von Tolstoi gesprochen und den Familien, wir als Kommunikationsfamilie, die Unternehmen als Unternehmensfamilien, manche sind weniger Familien, manche mehr. Und was heißt das jetzt für Mitarbeiter-Apps? Ich würde Anna Karenina diesen Satz mit den glücklichen Familien einfach mal umformulieren und dann mit euch in die Diskussion gerne einsteigen. Ich glaube, wenn ich mir das anschaue, sind alle erfolgreichen Mitarbeiter-Apps, alles, was wir sehen, die sind alle irgendwo gleich. Egal, ob das die rote App ist, die blaue oder die grüne. Ich glaube, wenn wir gucken, genauso wie die Themen, die Probleme, über die wir sprechen, wenn wir uns austauschen über ChatGPT oder über die Corona-Krise, wir haben dieselben Themen und ich glaube, auch die Apps, die wir erfolgreich auf den Markt bringen, sind auch alle irgendwo gleich. Wenn eine App scheitert und keine von denen, rot, grün oder blau, ist gescheitert, im Gegenteil, sind alle drei erfolgreich, aber wenn eine App scheitert, dann hat das individuelle Gründe. Ich glaube, das ist ja wirklich der entscheidende Punkt, wenn man bewerten will, wie sehen erfolgreiche Mitarbeiter-Apps aus. Wir haben 85% identischen Aufbau, einen identischen Ansatz. Die einen kommen mehr von Top-Down, die anderen kommen mehr von Bottom-Up. Aber am Ende des Tages nähern sie sich alle ein Stück weit an. Und wenn wir uns Apps anschauen würden, die vielleicht nach 1 oder 2 Jahren eingestellt werden, dann werden wir andere Fehler finden. Dann werden wir Fehler finden in der Einbindung im Unternehmen. Wir werden keine technischen Fehler bei Staffbase finden. Wir werden auch vielleicht bei uns Kommunikatoren nicht wirklich gravierende Fehler finden, sondern wir werden wahrscheinlich Fehler in den Rahmenbedingungen finden, weil vielleicht rechtliche Rahmenbedingungen nicht eingehalten wurden oder weil andere Entwicklungen eingetreten sind. Von daher, alle erfolgreichen Apps, rot, grün oder blau, sind gleich. Die nicht erfolgreichen sind alle unterschiedlich. Und da würde ich mich jetzt sehr freuen auf eure Fragen und auf euer Feedback. Vielen Dank. Ich habe auch direkt eine Handmeldung direkt neben mir gesehen. Und da du den Vorteil hast, neben mir zu sitzen, kommst du ihn auch zuerst. Ganz herzlichen Dank. Danke, Carsten, für den Einblick. 6 Jahre und 3 Apps. Meine Frage zu erfolgreich oder nicht erfolgreich. Haben sich für dich die KPIs da auch verändert? Was waren deine wichtigsten Ziele? Und gibt es da Verschiebungen in den letzten 6 Jahren? Ja, absolut. Also mein wichtigstes Ziel am Anfang in der blauen App war nicht Engagement, sondern Adoption Rate. Wie viele Mitarbeiter? Also ich habe Mitarbeiter X, 100, und ich möchte 20%, 30%, 100% Teilnahme haben. Und das haben wir auch gefeiert. Also wenn du jetzt von 1.000 Mitarbeitern ausgehen würdest, hast du den Meilenstein, 500 Mitarbeiter sind in der App, 800 und hurra, wir haben 999 erreicht. Da haben wir sehr stark drauf geguckt und haben im zweiten Schritt drauf geguckt, wie sind eigentlich die Likes? Und heute guckst du viel mehr danach, über welchen Weg ist er überhaupt auf die Botschaft gekommen? Wie hoch ist die Interaktionsrate? Du guckst dann auch bei einem Logistikthema nach, ist das mehr auf einem mobilen Gerät gelöst worden oder ist es dann auf einem Desktop angesehen worden? Also die Analysemöglichkeiten sind stärker geworden und das ist auch gut so. Eine Mitarbeiter-App ist nicht dadurch erfolgreich, dass 99% der Mitarbeiter das Unternehmen nutzen. Du könntest ja auch erzwingen, sondern sie ist dann erfolgreich, wenn sie den Kollegen Spaß macht und die auch am Wochenende hin und wieder mal drin sind. Also vielleicht das als Anregung. Schaut mal in eure Mitarbeiter-Apps, was am Wochenende passiert.
Es wird nicht viel sein. Aber es ist ein Unterschied, ob da vielleicht von 1.000 Leuten 10 aktiv sind oder 100. Da werden keine 900 aktiv sein. Aber das ist vielleicht ein Faktor, den man da sehen kann. Also die KPIs haben sich verschoben. Okay, wir haben hier oben eine Frage von der Florentina. Ja, hallo zusammen. Florentina aus Kiel, KVP Pharma. Wir haben 1.000 Mitarbeiter, davon 70% Blue-Collar-Worker. Du hast Blue-Collar, das Thema Herausforderungen, schon angesprochen. Hast du auch einen Ansatz, nicht nur in der Interaktion, sondern wie Blue-Collar-Worker auch die App nutzen können? Weil bei uns in der Produktion sind zum Beispiel Handys verboten. Die müssen das Pharmaunternehmen Schleuse abgeben und dann das Thema Pause, Feierabend, ist das Arbeit, ist das privat? Wie habt ihr das gelöst? Es ist das schwierigste Thema. Also Blue Collar in so einem Umfeld, und ich kann das von der grünen App berichten, da war es ähnlich, da ist es in einem Hygieneumfeld gewesen. Da mussten Menschen teilweise auch sehr, mehr mit so Vollschutz und Kopfhaube, und da müssen halt die Handys abgegeben werden. Das ist die größte Herausforderung, dass die Kollegen das trotzdem aufs private Handy machen. Und es funktioniert über das Thema Mehrwert. Ein Mehrwert kann sein, wenn es noch kein Mitarbeiter-WLAN gibt, dann ist es vielleicht eine gute Idee, die Pausenräume mit einem kostenlosen Mitarbeiter-WLAN auszurüsten und zu sagen, Leute, wir können euch keine Firmenhandys geben, das ist klar, ihr dürft es auch nicht mit reinnehmen, aber schaut mal, hier gibt es ein Mitarbeiter-WLAN und nutzt das bitte. Und ich könnte mir dann auch sehr gut vorstellen, in diesen Unternehmen, dass das in Kombination mit Digital Signage funktioniert, was ich gerade gesagt habe. Staffbase kann auch nicht alles machen, nicht, brauchst mehr als einen Hammer. Also in diesen Pausenraum oder in diesen Schleusen Bildschirm aufhängen, ein Feed aus Staffbase dazu packen, QR-Code abscannen und wenn es die Kollegen dann interessiert, eher dann auf die App abspringen. Das wäre mein Ansatz. Einmal umdrehen bitte. Und dann ja, hallo, genau, im Rücken. Maike Art von Trumpf in Ditzingen bei Stuttgart. Hier bin ich. Ach, da. Hi, Maike. Genau, ich habe eine Frage. Du hast jetzt von 3 Apps gesprochen und ich habe es nicht verstanden. Waren das unterschiedliche Zielgruppen, für die ihr die Apps gemacht habt, oder konnten sich die Mitarbeiter je nach, weil du hast ja auch inhaltlich gesagt, unterschiedlich dann die Apps runterladen? Und dann die zweite Anschlussfrage war, du hast dann immer bei, was du anders machen würdest, sehr oft gesagt, das würde ich weglassen, das würde ich weglassen. Ist vielleicht diese, jetzt mal überspitzt gesagt, eierlegende Wollmilchsau, die Staffbase anbietet, manchmal nicht zielführend, weil im eigenen Kommunikationsverhalten, ich habe eine Wetter-App, ich habe eine News-App, es ist nicht zielführend zu sagen, ich habe eine App für Workflows, für News, und so zieht sich der Mitarbeiter das dann runter? Ja, danke für deine Frage. Ich setze den Kopfhörer wieder ab. Es sind 3 unterschiedliche Unternehmen in 3 unterschiedlichen Branchen. Also ich habe diese App in einem ersten Unternehmen eingeführt. Ich bin dann nach 5 Jahren gewechselt zu einem anderen Unternehmen und bin jetzt bei einem dritten Unternehmen. Alle 3 Unternehmen sind Staffbase-Kunden. Bei 2 habe ich sie eingeführt, beim dritten war Staffbase schon da. Und von daher völlig unterschiedliche Branchen. Und das ermöglicht mir den Vergleich. Die eierlegende Wollmilchsau, das ist genau der Punkt. Staffbase hat angefangen mit Nachrichten und statischen Seiten und Ende. Es gab keine Bühne, es gab kein Intranet, es gab nur diese Grundfunktionalität. Was dann dazu kam, war ein Feature-Wettbewerb. Und es gibt so ein schönes Wort, Featureitis. Es wird dann manchmal auch zu viel. Und ich würde mir heute überlegen, was ich kommunizieren möchte und wie ich die App aufbauen will, und würde mir dann die entsprechenden Features raussuchen. Damals in den Anfangszeiten war es so, hurra, es gibt eine Bühne, wo sich was durchdreht. Die nutzen wir. Hurra, es gibt einen Adventskalender. Jetzt machen wir den. So, da war eigentlich der Wunsch, was Neues zu bieten, Begeisterung zu schaffen. Das war vielleicht auch damals nötig. Heute würde ich da vorsichtiger vorgehen und schauen, was brauche ich wirklich. Ja, dann haben wir hier oben noch eine Frage. Wir haben auf jeden Fall noch 2 Fragen aus dem Publikum, die ich jetzt schon mal erspäht habe. Und deine zuerst. Ja, hallo Carsten. Erstmal vielen Dank für den super Vortrag und die ganze Experience, die du schon hast im Bereich Mitarbeiter-App auf den Weg bringen. Ich heiße Marieke Herbig, bin bei der ISS Deutschland. Wir haben rund 40% unserer Mitarbeiter sind Office-Worker und 60% sind Blue-Collar-Worker. Du hast gerade eben gesagt, dass du ein bisschen weggehen würdest von diesem C-Level-Format Video, ja, und dann quasi darauf kommentieren und Feedback einholen. Du hast von Livestreaming gesprochen. Ist das bis jetzt an mir vorbeigegangen? Gibt es da von Staffbase schon eine Lösung, oder wie würdest du das dann mit Staffbase in Verbindung bringen? Ich würde, wenn ich das machen würde, danke für die Frage, ich würde mich um 180 Grad drehen und würde den Kollegen Ulf Kossol mal fragen, habt ihr das bei der MMS? Die MMS hat es. Also die technische Lösung ist da, aber Ulf, nimmst mir das jetzt nicht übel,
es geht erstmal nicht um die technische Lösung. Und wir machen es tatsächlich bei der roten App so, dass der Livestream über Teams stattfindet. So, und da wird Feedback über Slido eingeführt und danach gibt es natürlich eine Aufzeichnung, wo man sich das dann nochmal in der App anschauen kann. Aber ich glaube einfach, dass das zeitgemäßer ist, als einfach nur ein Video zu sagen, Video zu posten und zu sagen, okay, das ist es jetzt, friss Vogel und stirb. Aber wie gesagt, die technische Lösung gibt es auch. Also da, das ist der Mann, der dir helfen kann. Carsten, hier oben bin ich. Wir haben hier eine Frage. Ja, genau. Hallo, ich bin die Therese Dichtel. Ich bin von den Stadtwerken München da. Und deswegen, also wir haben unsere Mitarbeiter-App jetzt auch vor einem halben Jahr gelauncht. Und deswegen war das sehr, sehr hilfreich, auch mal so einen Überblick zu bekommen. Ich hatte jetzt tatsächlich auch noch eine konkrete Frage zu den Local Channels. Die hattest du ja auch angesprochen, dass das sehr herausfordernd ist. Merken wir jetzt auch so ein bisschen so, ah ja, ganz viele Local Channels und geben aber natürlich dann auch so ein bisschen so die Redakteurshoheit auch an Leute ab, die jetzt keine Kommunikatoren sind. Und das merkt man halt auch den Inhalten an und dann teilweise muss man auch da hinterher sein. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, Empfehlungen, wie man damit, sag ich jetzt mal, umgehen kann oder wie man die bei der Stange hält? Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Es ist eine sehr komplexe Frage. Ich versuche das mal aufzudröseln ein bisschen. Das Wichtigste ist die Schulung der Redakteure. Wenn du eine App hast wie die blaue App, nein, falsch, wie die rote App, Entschuldigung, wo die ganzen Mitarbeiter zu 90% in einer Zentrale sitzen, dann kann ich dort regelmäßige Schulungen anbieten oder auch über Teams Schulungen machen. Das heißt, diese Redakteursschulung ist schon mal eine wichtige Sache. Jetzt gibt es aber auch manchmal entferntere Standorte. Das weiß ich nicht, wie das bei den Stadtwerken in München ist. Wenn ich jetzt eine Zentrale habe, die sich in Frankfurt befindet und ich habe einen lokalen Kanal, den ich in Australien betreibe, dann habe ich da in der Regel eine Dépendance, die hat vielleicht 100, 150, 200 Mitarbeiter. Dann sind wir bei der Dunbar-Schwelle, haben wir aber auch das Thema, wer betreut das dann? Dann ist es oft die Assistentin der Geschäftsführung oder die Assistentin oder Junior-Mitarbeiterin in der Marketingabteilung. Und dann geht es, glaube ich, darum, jemanden zu finden, der für dieses Thema begeistert ist. Ich glaube, es geht nicht darum, dann einen Kommunikator zu suchen, sondern ich glaube, dann geht es darum, Personen zu identifizieren, die Spaß an dieser Rolle des lokalen Redakteurs haben. Also dieses Standard oder die der Karlauer ist immer, wie viel FTE brauchst du, um das in einem lokalen Kanal aufzusetzen? Du brauchst 0 FTE, aber du brauchst mindestens einen FBE, Fully Blooded Equivalent, der wirklich Bock hat da drauf und auch mal 5 Minuten länger bleibt. Wenn du den gefunden hast in deinem lokalen Kanal, dann bin ich mir sicher, dass der nachhaltig funktioniert. Ja, das deckt sich auch mit meiner Ansage, die ich immer... Ich habe noch 2 Minuten, glaube ich, ne? Nee, du bist schon über der Zeit, aber das macht nichts. Noch haben wir Leute hier sitzen, die uns zuhören. Ich sage immer, man braucht keine Vollzeitstelle, man braucht eine Vollblutstelle, ja, um das Projekt, ja, durchzuziehen. Genau. Steffen, du hast noch eine Frage und ich glaube, das ist dann auch die letzte aus dem Publikum, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mit Blick auf die Zeit. Okay, wir sind zwar wieder im Zeitplan, aber deine Frage nehmen wir gerne auch. Ja. Hi, Steffen, hi. Von der Alten Leipziger Lebensversicherung in Oberursel. Ich wollte einfach fragen, was in den 6 Jahren jetzt die erfolgreichste, coolste, geilste Einführungskampagne war. Ich war jetzt nicht von Anfang an dabei, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber so ein Ding muss ja auch eingeführt werden. Gibt es da ein Best-Practice-Beispiel? Sind alle geil. Du hast ja immer den Sprung von analog zu digital, das heißt, du wirst irgendwelche Flyer machen, du wirst irgendwelche Plakate aufhängen, du wirst auch in der Mitarbeiterzeitschrift Werbung dafür machen. Für mich der schönste Moment war bei einer der Apps, du hattest die Mitarbeiterzeitschrift gehabt, die sollte es auch weitergeben, 3-mal im Jahr, dann gab es die App so 3-4 Monate und dann war Redaktionssitzung und dann wollten wir einfach Themen sammeln für die nächste Ausgabe des Heftes. Und dann sind wir so die Themen durchgegangen, das hatten wir vor 4 Wochen in der App, das hatten wir vor 3 Wochen und sind zu dem Schluss gekommen, wir brauchen das nicht, wir haben das alles schon gemacht, lass uns diese gedruckte Zeitschrift einfach mal stoppen. Das war die schönste Einführungskampagne. Gut, dann ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Carsten, vielen Dank an dich für den tollen Vortrag. War mir eine Freude. Und hier geht's wieder weiter 13 Uhr mit dem Vortrag von Frank Wolf zum Thema Narrative. Ich würde sagen, wir genießen die Mittagspause, oder? So machen wir das. Bis dann.